Hallo zu Friede, Freude, Smartphone. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie das Lidl Starter-Paket anmelden und die SIM-Karte auf Ihrem Smartphone installieren. Dafür öffne ich das Starter-Paket, hier ist die SIM-Karte und hier finden Sie eine Anleitung. Hier haben Sie also Ihre kleine Anleitung und hier finden Sie die ersten drei Schritte. Der erste Schritt, Lidl Connect SIM-Karte aktivieren und passenden Tarif wählen. Dafür brauchen Sie Zugang zum Internet. Ich mache das über meinen Computer und benutze den Browser Chrome. Hier bin ich also in Chrome und in mein Suchfeld gebe ich jetzt www.lidl-connect.de ein. Jetzt öffnet sich hier die Lidl-Seite. Ich muss hier noch einmal zustimmen. Und hier weiter unten finde ich SIM-Karte freischalten. Hier tippe ich drauf. Und jetzt wird mir hier schon meine SIM-Kartenfreischaltung angezeigt. Ich muss hier einmal die Rufnummer eingeben. Die Rufnummer finden Sie auf dem Kärtchen in Ihrem Starterpaket. Dazu brauche ich noch die Freischaltnummer. Die Freischaltnummer, das sind die letzten 5 Stellen der SIM-Kartennummer. Auch das finden Sie auf diesem Kärtchen. Jetzt tippe ich hier auf Weiter. Als nächstes muss ich mir meinen Tarif auswählen. Ich möchte jetzt nicht so viel ausgeben im Monat. Ich möchte aber trotzdem ins Internet gehen. Also 1 GB wäre schön. Ich wähle diesen mittleren Tarif und tippe hier auf zum Tarif. Jetzt wird mir der Tarif nochmal in allen Einzelheiten angezeigt. Ich kann nochmal zubuchbare Tarifoptionen hier einsehen. Oder wenn ich hier unten auf das Dreieck tippe, dann bekomme ich nochmal eine Preisübersicht über meinen SIM-Kartentarif. Das passt für mich und deswegen tippe ich hier unten auf Aktivieren. Jetzt werde ich nochmal darauf hingewiesen, dass der nächste Schritt die Videoidentifikation ist und was das ist und wo man das machen kann. Ich tippe hier auf Alles klar. Jetzt muss ich hier einmal meine persönlichen Daten eingeben. Ich mache das mal. Ich brauche eine E-Mail-Adresse. Diese E-Mail-Adresse muss ich einmal wiederholen und ich brauche ein Passwort. Auch das Passwort muss ich einmal wiederholen. Die E-Mail-Adresse und das Passwort sollten Sie sich unbedingt aufschreiben. Hier noch die Staatsangehörigkeit und der Ausweistyp. Wenn man hier auf diese kleinen Dreiecke tippt, dann kann man das Land oder den Ausweistyp ändern. Hier wähle ich jetzt auch aus, ob ich die Identifikation über einen Videoanruf machen möchte oder ob ich zu einer Postfiliale gehen möchte. Ich möchte es über Videoanruf machen, das heißt, ich tippe hier auf Videoanruf. Und hier unten kann ich noch angeben, dass meine Daten mit denen auf dem Ausweisdokument übereinstimmen. Das tun sie, deswegen tippe ich auch hier. Und damit tippe ich hier unten wieder auf Weiter. Der nächste Schritt ist hier anzugeben, wie diese SIM-Karte monatlich aufgeladen werden soll. Ich habe hier den Tarif mit 4,99 gewählt. Das heißt, jeden Monat müssen hier mindestens 4,99 geladen sein. Ich kann das automatisch machen über Kreditkarte oder Lastschrift. Wenn ich es automatisch mache, dann wird hier unterschieden, ob ich einfach jeden Monat 5 Euro auflade oder ich kann es guthabengesteuert machen. Das heißt, immer wenn der Betrag auf meiner Karte unter 5 Euro fällt, dann werden 5 Euro wieder aufgeladen. Diese Beträge können Sie hier alle nochmal anpassen. Ich möchte keine automatische Aufladung, deswegen tippe ich hier ohne Aufladung fortfahren. Jetzt werde ich nochmal darauf hingewiesen, dass wenn der Betrag auf meiner SIM-Karte unter diesen 5 Euro ist, das heißt, ich habe keine 4,99 am Anfang des Monats, um diese SIM-Karte zu verlängern, dann wird dieser Tarif auf ruhend gestellt. Das heißt, dann kann ich auch keine Anrufe mehr machen, sondern ich muss erst wieder meine 5 Euro bezahlen und dann kann ich wieder weiter telefonieren. Jetzt tippe ich hier auf Weiter. Und lande hier bei der Schufa-Auskunft und der Nutzung von Daten. Hier könnte ich noch der Nutzung von Daten zustimmen. Das mache ich nicht. Ich tippe hier unten jetzt auf kostenpflichtig aktivieren. Und damit ist die SIM-Karte aktiviert für 4,99 pro Monat. Der nächste Schritt ist jetzt die Identifikation. Und das können Sie, wie gesagt, per Video machen oder in einer Postfiliale. Ich habe jetzt hier per Video angeklickt und mache das jetzt auch per Video über meinen Computer. Ich tippe hier also drauf. Jetzt bekomme ich hier noch mehr eingeblendet, was ich alles haben muss. Also ich brauche Personalausweis oder Reisepass. Ich brauche natürlich einen Computer, der eine Kamera hat. Ich brauche eine stabile Internetverbindung und ich brauche gute Lichtverhältnisse. Das habe ich alles, deswegen tippe ich hier auf Weiter. Und damit komme ich jetzt hier zur Postident-Webseite und hier habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt entweder die Postident-App auf meinem Smartphone runterladen und es über die App machen. Oder hier weiter unten
finde ich, Videochat im Browser starten. Das möchte ich machen. Ich möchte es hier am Computer über den Browser machen. Deswegen tippe ich hier auf diese Zeile. Den Videochat, den zeige ich Ihnen jetzt nicht, aber die Post, die hat auch ganz gute Videos hier auf YouTube und unten in der Beschreibung habe ich Ihnen das Postvideo nochmal verlinkt. So sieht dieses Postident-Verfahren aus. Ich bin also in einem Fenster und der Postmitarbeiter ist im anderen Fenster. Wenn das erledigt ist, dann fehlt jetzt nur noch die SIM-Karte in mein Smartphone einlegen. Ich muss erstmal die SIM-Karte hier aus dieser Karte rausbrechen und die SIM-Karte, die hat drei verschiedene Größen. Ich muss jetzt erstmal feststellen, welche Größe ich hier für mein Smartphone brauche. Es gibt groß, mittel oder klein. Wo kommt die SIM-Karte hin? Mein Smartphone, das hat hier an der Seite so ein kleines Loch und wenn ich hier mit der Nadel reinsteche, dann kommt hier diese Schublade raus und in diese Schublade kommt die SIM-Karte. Bei manchen Smartphones kann man auch den Deckel der Rückseite abnehmen und die SIM-Karte wird hier installiert. Bei mir ist also diese Schublade und die SIM-Karte kommt in dieses ganz kleine Fach. Das heißt, ich brauche die kleinste Größe der SIM-Karte und muss die SIM-Karte jetzt hier nochmal zweimal rausbrechen, um die korrekte Größe für mein Smartphone zu bekommen. Jetzt muss ich diese SIM-Karte in diese kleine Schublade einlegen und die SIM-Karte, die hat hier so eine schräge Ecke. Das heißt, man kann die SIM-Karte nicht falschrum einlegen. Als nächstes stecke ich diese kleine Schublade wieder zurück in mein Smartphone und damit ist die SIM-Karte installiert. Ich starte das Smartphone. Jetzt muss ich hier die SIM-PIN eingeben. Wo finden Sie die SIM-PIN? Hier auf der Lidl-Karte ist vorne so ein Rubbelfeld. Das müssen Sie freirubbeln und hier versteckt sich die PIN-Nummer zur SIM-Karte und auch die PUC-Nummer zur SIM-Karte. Der Unterschied zwischen PIN und PUC, das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt und unten in der Beschreibung, da finden Sie den Link zu diesem Video. Ich habe jetzt also die PIN-Nummer, ich starte mein Handy und jetzt gebe ich hier die PIN-Nummer ein, tippe hier auf OK. Als nächstes muss ich die PIN-Nummer eingeben, um mein Smartphone zu entsperren. Auch diese Nummer gebe ich ein und damit habe ich die SIM-Karte erfolgreich freigeschaltet und installiert. Bis die SIM-Karte endgültig freigeschaltet wird, kann es jetzt noch eine Weile dauern. Aber danach ist Ihre Lidl-SIM-Karte einsatzbereit. So viel also zum Lidl Starter Paket. Beim nächsten Mal zeige ich Ihnen, wie Sie neues Guthaben aufladen und wie Sie Ihr Guthaben auf dem Smartphone kontrollieren. Schauen Sie wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!